In diesem Video zeige ich den Vogelpark Niendorf, direkt in der Nähe von Timmendorfer Strand. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und Unterwegs. Wer seinen Urlaub an der deutschen Ostseeküste in der Lübecker Bucht verbringt, der hat vielleicht auch Zeit und Lust, etwas südlich von Timmendorfer Strand den Vogelpark Niendorf zu besuchen. Er grenzt direkt im Norden an den Hemmelsdorfer See und entstand auf einer Gesamtfläche von 70.000 Quadratmetern in einem Sumpfgebiet. Die Natur in und um den Vogelpark ist malerisch. Hier leben sowohl im Wald als auch in der Schilflandschaft rund 1000 Vögel. Auch Kinder oder Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen können diesen wunderbaren Park erkunden, denn er setzt sich aus einem gut verzweigten Wegenetz zusammen, das barrierefrei gegangen werden kann. Der Vogelpark Niendorf bietet damit die perfekte Voraussetzung für einen wunderschönen Tagesausflug, der ganz im Zeichen der Vögel steht. Wenn die Kleinen etwas Ablenkung und die Großen eine Pause möchten, dann kann man diese auf einem Spielplatz mit Rutsche, Schaukel, Hüpfkissen oder Drehkreisel verbringen. Dann geht es aber weiter mit der Vogelbeobachtung. Ich gebe mir gar nicht die Mühe, die rund 250 verschiedenen Vogelarten aufzuzählen, die man hier sehen kann. Aber als Highlights seien die Papageien, die Kraniche, die Störche, die Flamingos, diverse Greifvögel und Wasservögel genannt. Außerdem kann man hier auch einige Rappen sehen, die mit einem Gewicht von bis zu 15 Kilogramm und einer Höhe von bis zu 1 Meter zu den größten flugfähigen Vögeln gehören. Im alten Teil, einem natürlichen Sumpfgebiet, findet man in großzügigen Freigehegen und thematischen Großvolieren Kraniche, Wasservögel, Störche und andere Bewohner von Feuchtgebieten. Besonders den Kranichen scheint es hier im Park hervorragend zu gehen, so haben sich in den letzten Jahren einige Arten eigenständig fortgepflanzt. Dann war sprichwörtlich der Klapperstorch zu Besuch. Ein ganz besonderer Höhepunkt des Parks ist die Sammlung an Eulen, die weltweit zu der größten gehört. Nicht nur heimische Eulenarten sind hier vertreten, sondern auch viele exotische, die teils aus Indonesien oder Malaysia stammen. Wer ganz genau hinschaut, der findet auch die Zwergohreule. Sie ist gerade einmal 16 cm groß und zählt damit zu den kleinsten Eulen im Vogelpark Niendorf. Die Eulen befinden sich im hinteren Teil des Parks in langen Volierenreihen. Dies ist auch optisch erkennbar ein Ausbau des Parks. Wer außerhalb des Vogelparks noch etwas spazieren gehen möchte, dem empfehle ich den absolut sehenswerten kleinen Spaziergang zum Hermann-Löns-Blick. Dieser Weg führt durch das Naturschutzgebiet der Alberg-Niederung hin zum Hemmelsdorfer See. Hier steht ein 12 Meter hoher Turm, der einen wunderbaren Rundblick in das Naturschutzgebiet, die Lübecker Bucht und an klaren Tagen bis nach Lübeck und seinen 7 Kirchtürmen bietet. Bereits der Weg hin zu diesem Aussichtsturm ist einmalig. Man sollte sich nicht vor dem steilen Aufstieg auf diese Plattform scheuen, der Ausblick wird sich in jedem Fall lohnen. Benannt wurde der Turm nach dem Schriftsteller Hermann Löns, der seine Sommer oft in Niendorf an der Ostsee verbrachte. Egal wohin man von diesem Turm aus geht, es ist Natur pur, wohin man auch schaut. Ein wunderbarer Ort, um tief durchzuatmen und zu entspannen.
Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Deutschland interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.